Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute geht's mit der Super Sonic weiter und zwar mit der Testszene 1. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. So, wir sind auf der Schießstätte angekommen. Ich habe Handschuhe und meine Sicherheitsbrille an, plus noch meine Sicherheitskappe, damit bloß nichts schief geht, weil das ist ja jetzt eine experimentelle Sehne. Die ist natürlich so nie an irgendeinen Kunden verkauft worden und es kann natürlich sein, dass mir das Ding jetzt bei 10 Schuss um die Ohren fliegt. Kann passieren. Deswegen, Sicherheit geht vor. Einen Schuss haben wir schon gemacht, da lief allerdings die Kamera nicht. Deswegen fangen wir mit Schuss 2 an. Der Nachlademechanismus bei der Tactical ist relativ einfach. Man klappt das Ding hoch und kann jetzt hier 5 Pfeile reintun. Ich habe jetzt hier nur 4, weil den einen haben wir ja schon gemacht, damit wir immer schön in 5er-Potenzen bleiben. Wenn wir fertig sind, kann man hier diesen Hebel ziehen, dann flitscht das Ding runter. Ich halte das dabei immer runter, damit mir das da nicht drauf knallt, sondern dass ich es langsam runterführen kann. So, und der Schuss Nummer 2. So, Schuss Nummer 3. Und die Nummer 4. So, und last but not least die 5er. 5 Schuss hat sie überstanden. Die Sehne ist noch absolut tutti. Und ich mache jetzt hier mal ein bisschen Öl wieder drauf. Das habe ich schon beim ersten gemacht. Also alle 5 Schuss machen wir hier mal ein bisschen Silikonspray drauf. So, einfach mal hier lang sprühen. Cams geben wir auch mal ein bisschen Öl. Geölt ist, Zeit für Runde 2. Die Handschuhe, die ich hier gerade anhab, das sind welche von Mechanics. Und wenn ihr noch auf der Suche nach Handschuhen seid, dann kann ich euch die von Mechanics wirklich sehr ans Herz legen. Die sehen nicht nur cool aus, sondern sind auch echt super bequem. Und damit kannst du sogar ein Touchscreen bedienen. So, und weiter geht's. Sagen wir mal. So. Was ist denn das? So. So, das sieht gut aus und auch die Sehne sieht noch sehr gut aus. Dennoch ein bisschen nachsprühen. Neue Pfeile rein und weiter geht's. Beim Befüllen des Magazins muss man auf jeden Fall einen Ticken mehr aufpassen als bei der Stinger. Hier kann man die nicht einfach so in den Schacht reinschmeißen. Das liegt daran, wie der Schacht geformt ist. Ich mache es so, ich führe mal erst die Vanes ein, so, und dann lasse ich den Rest fallen und dann kann ich den Hebel releasen. So, machen wir das noch ein bisschen weiter. Jo, so ist gut. Und einen haben wir noch. Das ist vernünftig und das sieht auch sehr gut aus. Magazin ist voll. Road to 20 Shot. Nee. Also mit dem schnellen Nachladen, das kann ich ehrlich noch nicht so gut. Wahrscheinlich liegt es aber auch an meinen kurzen Armen. Das ist dann nicht ganz so leicht. Wenn ich das schnell mache, wird das oft nichts. Dann kommt der Pfeil mit nach vorne. Weil das aber auch ein neues System für mich ist, mache ich hier einfach lieber ganz entspannt und ganz sicher, anstatt schnell, schnell und dann geht irgendwas schief.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ist schon schweißtreibend. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so, ja, so ein einfaches Ding wie bei der Stinger. So, und jetzt sehen wir es schon wieder. Ich habe schon wieder den Pfeil nach hinten rausgezogen, einfach weil meine Arme zu kurz sind und wahrscheinlich auch, weil ich einen Ticken zu schwach bin. So geht es total einfach. Also, wenn man hier auf den Fuß tritt, drauf tritt, dann geht das echt super, super einfach. Aber es ist natürlich nicht so schnell und tactical, ne? Und ich würde das schon gern so können, aber wir versuchen es nochmal. Wir treten rein. Sicher ist sicher. So. Und wir haben 20 Schuss. Wir gucken einmal die Sehne. Absolut top. Und wir machen ein bisschen Spray drauf. Und dann gucken wir mal, ob wir auch 30 Schuss schaffen. So. Schuss Nummer 21. Und jetzt der 23. Und die 25. Und schon wieder. Ja, Übung macht den Meister. Und man sieht, mit diesem System habe ich einfach noch keine Übung. Also don't blame the system, blame the shooter. Also mich. Bullseye. So, und wir legen direkt 5 hinterher. Ja, und wie man hier schon sehen kann, also diese Handschuhe, ne, damit hast du voll Fingerspitzengefühl. Also damit so ein Compound-System nachladen, überhaupt gar kein Problem. So. Und 27. Ja. Das liegt an der Technik. Da habe ich einfach noch nicht die perfekte Technik gefunden. Aber, was ich schon mal sagen kann, ungeachtet dessen, macht das wirklich sehr viel Spaß. Also das hat einfach einen richtig schönen, weichen Abzug. Der ist echt richtig schön. Ich weiß nicht, wie viel Pfund Abzugsgewicht der hat, aber es ist gefühlt nichts. Also gerade im Vergleich zu einer 150er Tactical ohne Tuning Trigger, das ist natürlich ein echt krasser Vergleich. Aber das Ding hat natürlich dann auch Nachteile, aber bis jetzt schlägt sich das Ding ja echt ganz gut. Also da bin ich mal echt zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall die 50 Schuss mit dieser Sehne schaffen. Und eigentlich erhoffe ich mir, dass wir auch mindestens 200 damit schaffen. 30 Schuss kein Problem, die nächsten 10. So, Schuss Nummer 31. Und die 32. Ne, so geht's einfach nicht. Vierunddreißig.
Und die 35. Also eigentlich möchte ich mal mindestens genauso viele Likes, wie die Sena an Schüssen schafft auf dieses Video. Und ja, da bist du gefragt. Wenn dir das Video gefällt und dir allgemein solche Projekte gefallen, wo ich versuche, zusammen mit dem Hersteller ein noch besseres Produkt zu machen, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lass doch ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und die 36. 37. 38. 39. Und die 40. Wie sieht die Sehne aus? Absolut perfekt. Einmal nachsprühen und weiter geht's. Und die 45. Sieht gut aus. Und einmal Spray. Die nächsten 5. Sieht man eigentlich, dass ich am Schwitzen bin? Nein, bin ich aber. Und das war 46. 47. 48, 49 und last but not least, entsichern, die 50. Kurzer Stringcheck, absolut perfekt, nach 50 Schuss, geile Nummer. Der Pete von Crossbow Concepts hat letztens auch mit der Supersonic experimentiert, allerdings mit dem Reverse-Modell, mit der Supersonic Rev. Und die ist ja dafür bekannt, dass der Sehnenverschleiß noch krasser ist. Und er hat da tatsächlich bei 50 Schuss auch echt tolle Ergebnisse gehabt. Mit der Originalsehne, aber halt durch andere Pfeile. Das werden wir langfristig auch mal ausprobieren. Aber das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Da müssen wir mal gucken, welcher Hersteller sich denn dafür eine Kooperation bereit erklärt. Und die Schüsse 51 bis 55. Let's go! Das ging doch recht fix und das, obwohl wir den Fußtritt genutzt haben. Die Sehne sieht, ja. Also die Mitte leidet schon, muss man wirklich sagen. Wir versuchen es mal mit ein bisschen Spray. Der Plan ist jetzt mit dieser Sehne mal mindestens 100 Schuss zu machen. Eigentlich genau 100 Schuss und bei 100 Schuss dann einmal die Sehne rauszunehmen, auf Sehne 2 zu wechseln, die auf 100 Schuss zu bringen, rausnehmen, Sehne 3 auf 100 Schuss und dann haben wir ja noch eine vierte Sehne, die dann auch 100 Schuss machen soll. Und dann vergleichen wir mal, wie die das so überlebt haben nach den jeweiligen 100 Schuss. So, Schuss 56 bis 70. Und einen haben wir noch. Nee. Und 60 Schuss. Und wir gucken mal die Sehne. Also in der Mitte, ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann, aber in der Mitte sieht man doch jetzt schon ein bisschen Beschädigung. Also das ist jetzt tatsächlich die letzten Schuss passiert. Hoffentlich kommen wir auf die 100, sonst müssen wir halt den Referenzwert ein bisschen runtersetzen und nehmen nicht 100 als Referenz, sondern das, was diese Sehne halt packt. Und ich merke gerade, der Fußtritt ist ein bisschen labbrig geworden, den schrauben wir mal sofort an. So, wir benutzen dazu den Schlüssel, der von XBO FMA mitgeliefert wurde. Was ist das eigentlich für eine komische Aussprache? Ich sage die ganze Zeit XBO.
Deutsches X, englisches Bo, oder wie? Ja. So, und auf dem Weg zur 65. Macht die Sehne das mit? Das wollen wir doch mal gucken. Ja, das ist also wirklich ein echtes, schönes Sportgerät. Kann man auf jeden Fall so sagen. Denn das geht auf jeden Fall gut. Auf die Muskeln. Und der ging ins Bullseye. So, 65 Schuss. Einmal kurz. Und weiter geht's. Auf die 70. Okay, so langsam geht es dann doch echt flott, man kommt relativ schnell rein und die Sehne sieht eigentlich genauso aus wie vor 5 Schuss. Also ich würde sagen, da machen wir einfach weiter und machen die 80 voll. Während ich hier nachlade, erzähle ich euch mal, was ich bis jetzt hier ran gemacht habe an dieser Supersonic und tatsächlich relativ wenig. Denn ich habe hier jetzt noch nicht die Rail unten dran. Das heißt, ich habe hier einfach nur den Standardgriff. Aber es gibt da auch eine durchgängige Rail. Die werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen, damit ich da auch meine ganzen schönen Picatinny-Aufsätze dran machen kann. Ich würde da ganz gern so einen angewinkelten Griff haben. Vielleicht auch einen vertikalen, wenn das für mich Sinn zum Spannen macht. Weil bei mir ist ja wirklich die Armlänge ein Problem. Also, ja, es geht. Mal schauen. Vielleicht lasse ich auch so, wie sie ist. Ansonsten den Schaft, den habe ich auf jeden Fall ausgetauscht. Das ist nicht der Standardschaft, der da dabei war. Das ist hier einer von Fab Defense. Der eine oder andere verkauft den unter einem anderen Namen, aber das Originalprodukt ist von Fab Defense. So, und weiter geht's. Und die 75. Wunderschön. Oh. Ja. 75 Schuss und die Sehne sieht so langsam jetzt doch beansprucht aus. Ganz wichtig zu sagen auf jeden Fall, dieses Video hier sagt natürlich nichts über die eigentliche Langlebigkeit oder auch nicht der Supersonic aus, weil das ja wirklich komplett experimentelle Sehnen sind. Ne? Außer mir und irgendeinem Tester-Team von Bogensportwelt hat die keiner. Gibt also keinen Kunden, der damit rumläuft. So, und die 76. Das sieht aktuell nicht ganz so gut aus. Wir machen aber mal die Serie zu Ende und gucken uns das dann mal genau an. So, dass wir auf die 80 kommen. Und Schuss Nummer 80. So. Ja, nee, das war nur eine optische Täuschung. Ist okay. Eigentlich genauso wie eben auch. Ist halt nicht mehr neu. Ja. Aber waren ja jetzt auch 80 Schuss. Und damit hat die Supersonic jetzt schon mal meine Scorpit ausgestochen, was die Langlebigkeit der Sehne angeht. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Wenn du da einen Tipp hast, was ich in meinem Scorpit-Video verkackt habe, dann sag mir da auf jeden Fall mal Bescheid, weil da hat die Sehne nur 60 Schuss gehalten. Vielleicht lag es an den Nocken der Pfeile, die habe ich danach auf jeden Fall alle abgeschliffen.
Ja, und diese Sehne hier hat mal eben meine 1500 Euro Scorpit besiegt in der Langlebigkeit. Und weiter geht's. 81 bis 85. So. 85. Und an der Sehne wird es langsam schlimmer. Aber wirklich langsam. Also die 100 kriegen wir auf jeden Fall voll. Jetzt machen wir erstmal die 90. So. 86. Hui. Ja, das ist Sport. Und der letzte. Nur noch mal Pistolenarmbrust. Ja. 90 sieht gut aus, riecht aber gar nicht so gut. Es riecht eindeutig verbrannt. Aber alle 5 Schuss machen wir wieder Öl drauf. Jetzt sollte der Brand gelöscht sein. So, und die letzten 10. Schaffen wir die 100? Und die letzten 5, dann haben wir die 100 voll. So. Oh. Das waren 100. Die Sehne ist so langsam wirklich durch, würde ich sagen. Die kann man sicherlich noch weiter schießen. Ich würde sie eigentlich an der Stelle wechseln. Weißt du was? Wir machen mehr als 100 Schuss. Wir machen einfach mal mindestens 120 Schuss. Einfach um zu gucken, ob die vielleicht schon besser ist als die erste Sehne, die ich hatte. Die erste war ja die Originale. Zumindest war das die, die drauf war. Wer weiß, vielleicht hat Bogensportwelt da auch schon eine experimentelle Sehne drauf gemacht, ohne es mir zu sagen. Das weiß ich natürlich nicht. So, 101 Dalmatiner. Nee, Suso-Pfeile. Cut. Alter Malte, du laberst wieder wie ein Wasserfall. Das reicht für heute. Ach komm schon, bitte einen Schuss. Wirklich nur einer. Na gut, ein Schuss. Aber dann war's das wirklich für heute. Rest kommt nächste Woche. Dann 100. Und damit war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Bye bye.